Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zurück zu Hearts of Iron 4, jetzt wieder auf Englisch, weil irgendwie das mit dem Launch ist immer so weird. Spielst du auf Deutsch und dann spielst du irgendwas auf Englisch und stellst du zurück auf Deutsch und dann denkt sich das Spiel, ja, ja, alles klar. Halt deine Fresse. Minus 70%, Alter, boah. Minus 70%. Ekelhaft. Naja, zum Glück habe ich die Küstenverteidigung. Suriname. Ja, ja, Suriname. Spanish Empire. Leider bin ich ja mit allen im Krieg. Das macht es für mich ein bisschen einfacher. Ich habe keine Freunde. Unbeliebt geht die Welt zu Ende. Oder sowas in der Art. Sowjetunion, haben wir mit denen militärischen Zugang? Oder was machen die eigentlich? Liga der Balkan? Ne, das ist Türkei. Hier, Sowjetunion. Gegen Livonien. Hm. Kann man machen. Hätte ich jetzt an ihrer Stelle nicht gemacht. 3,6 Millionen Verluste. Es tut schon ein bisschen im Herzen weh. Vor allem, wir haben eine sechsfache Manpower gegen uns. Aber hier haben wir jetzt ausnahmsweise mal keine feindlichen Truppen mehr. Hm. Die sind alle mit uns im Krieg. Kannst quasi erobern und machen, was du willst. Was ist das hier eigentlich? Hearts of Iron 4, meine Freunde. Hearts of Iron 4 ohne Konvois. I love it. I'm loving it. Warum bauen wir eigentlich nichts mehr? Wir können nirgends mehr was bauen. Das ist natürlich naja, nicht ganz so toll. Würde ich mal behaupten. So, mal Zivilfabriken. Direkt gefolgt von neuen Militärfabriken. Ich habe übrigens letztens von der Road to 56 die Beta-Mod gespielt. Die neueste. Ich weiß nicht warum. Es war unspielbar irgendwie. Also mega die Lags und Ruckler und richtig ekelhaft zu spielen. Keine Ahnung, was da los war. Deswegen weiß ich nicht, wie die Zukunft von Mods in Hearts of Iron 4 so ist. Also ich hoffe mal, dass sie das fixen. ASAP. Wir jetzt einfach weiter Konvois bauen, weil wir haben kein Eisen immer noch die Eisenprobleme. Türkei. Würde ja denken, man würde irgendwann mal dieses Eisenblödsinn in den Griff bekommen, aber nö, nix. Vor allem, weil die Türkei natürlich sich alle Gebiete auch noch snackt. Das ist, ekelhaft. Diese Geier, ey. Was kannst du so lernen? Combat Arms, Adaptable. Adaptable könnte gar nicht so falsch sein. Infantry Expert für dich und für dich. Ein paar extra Skills haben noch keinem geschadet. Ansonsten stoppt man die Offensive jetzt trotzdem mal ganz kurz. Genau, den Grün habe ich extra hier mit hergeschickt. Könnt ihr hiermit angreifen? Maybe? Perhaps? Eventuell? Kommen wir durch? Nein. Flugzeuge haben wir ja das... Ja. Ich weiß, ich habe doch mal Flugzeuge produzieren lassen. Naja, aber... Es kommt nicht mal was an. Das ist, Griechenland kann uns ein bisschen was geben. Im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Aber der Großteil ist leider für uns nicht erreichbar. Ja, bleib bitte aufstehen. Wie Division hier sind. Man müsste die doch irgendwie einkesseln können. Das kann man doch keiner erzählen, oder? Wir haben es immerhin geschafft, ein bisschen die Front aufzulockern. Wir könnten jetzt mal kurz umstellen und könnten sagen, macht bitte nur einen normalen Angriff. Das heißt, wir haben jetzt hier keinen Total Attack. Das ist dann wirklich nur in den Regionen, wo man davon ausgeht, dass wir auch gewinnen. Während 28 neue Divisionen den Dienst aufgenommen haben. So, es ist nur die Frage, was mache ich jetzt mit denen? Zusätzliche Fronten.
pushen gegen den Iran. Könnten auch einfach mal diese Gebiete hier verteidigen. Sicherlich auch nicht so falsch mal. Da ein bisschen defensiver ranzugehen an die Geschichte. Das ist nämlich hier alles Risiko für Naval Invasions. So, verteidigen wir das auch mal. Teilen wir euch mal auf. Einer geht mal dort mit hin. Die haben hier auch angeblich nichts zu tun, aber ist auch Fake News. Wir kommen ja nicht rüber, das ist halt... Das ist halt so, wie es ist. Mal Anti-Tank-Artillerie. Das kostet uns so viel Stahl. Nur Stahl. Das ist das Einzige, was ich nicht habe, wollen sie haben, ist Stahl. Irgendwas. Können wir irgendwas Ressourcen? Nee, kann man gar nichts machen. Nix. Ich weiß bis heute nicht, wo ich eigentlich Gebiete verloren habe, dass ich angeblich. Ich habe irgendwo Chorgebiet verloren. Ich weiß aber nicht wo. Die Türkei hat mir meine. Hat die Türkei mir die Gebiete geklaut, meine Gebiete. Soll ich die Türkei angreifen? Hätte ich zumindest mehr Stahl. Jetzt ist meine Möglichkeit. Wenn ich mir jetzt die Statistik von diesem Kampf anschaue, will ich wahrscheinlich gar nicht sehen. Es sind auch noch zwei Armeen beteiligt, müsste ich mir zwei Statistiken anschauen. Aber ich gehe davon aus, es wäre halt schön, wenn hier vielleicht in der Übersicht auch noch ein bisschen Verluste aufgeführt wären. Auf alle Fälle ist es eine verdammt große, fette Schlacht, so viel kann ich euch mal sagen. Mit vielen Todesopfern auf allen Seiten. Es geht immerhin das mal los. Und Marine. Was für Marine. Ich habe gar keine Flotte, aber gut. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Push im Norden geht weiter. Push hier ist ja, nicht von Erfolg geprägt. Aber war zu erwarten, leider. Welche Armee ist denn das hier, die da? Wir sehen den Kampfbericht ja leider erst, wenn es vorbei ist. Verluste. 15.000 zu 6.000. Achso, der führt doch alle auf. Okay, gut. Das dachte jetzt irgendwie, dass bei jeder Armee einzeln ist, aber hat alle aufgezählt gleichzeitig. Auf alle Fälle sehr verlustreich das Ganze. As always. Da ist einer gestorben. Ist aber nicht schlimm. Die könnte man eigentlich auch mal trainieren lassen. Habe ich quasi so Nachschub. Okay, nee. Mach mal ein bisschen Pause. Entspannt euch ein bisschen. Wir müssen uns erst refreshen. So. Hier haben wir ressourcentechnisch... Das wäre ja einfach der allergrößte Jackpot. Hier gibt's, da gibt's ein bisschen was. Aber der größte Gewinn wäre die Eroberung von Malaysia. Das wäre so das Ding, wenn wir das erreichen würden. Diese Provinz zu erobern, das wäre schon geil. Aber da hätte man einen relativ langen Weg vor uns. Wir würden nicht mal durchkommen, müssten noch Siam extra angreifen. Aber ich denke, vielleicht von der Logik her wäre das mit einer der nächsten logischen Schritte wahrscheinlich. Ich hasse das. Auf alle Fälle ist das ein guter. Dachte ich bis gerade eben, als ich ihn gesehen habe. Dann war es kein guter mehr. Next in Invasion, aber... Oh, fuck, ich lasse einfach mal... zum Glück ging das nochmal gut. Die Truppen in der Garnison, die die Küste verteidigen, trainieren zu lassen, ist sicherlich nicht die hellste Entscheidung, die man treffen kann. Die schauen mir an sich nicht so stabil aus. Aber... It's not enough, unfortunately. Puta,
Aluminiumvorräte der Erde sitzen hier. Haben wir hier noch irgendwas Interessantes? Nee. Wir haben ja auch... Ah. Wir können diese gesamten Ressourcen jetzt nicht nutzen, weil wir keine Seeverbindung mehr haben. Da wir keine Flotte mehr haben. Also, mehr wäre übertrieben. Wir hatten nie eine. Aber das behindert uns maximal. Die können wir kurz tot machen, wenn die schon so blöd dastehen. Gar keine Rücksicht nehmen. Einfach ermorden. Deutsche Truppen. Genauso wie die da. Die sind eigentlich auch... Ah, wobei. Müssen wir erstmal da runter marschieren. Ihr geht mal dorthin. Weißt du, Gebiete, die könnte man jetzt einfach mal erobern. Wenn ihr mich fragt. Da gibt es immer noch nichts. Toll. Wenn du nirgendwo jemanden einsetzen kannst, weil es nirgends was gibt, was du machen könntest. Geht ihr dorthin? Ja, warum sehe ich denn die hier nicht? Zum zweiten Mal jetzt. Dum, 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 dum. Dudududum. Dudududum. Wir werden sogar zurückgepusht. Ist der Arschgeigen. Ah, nee, doch nicht ganz. Aber ihr seht, wir haben aktuell so wenig Ausrüstung. Weil hier geht's schon wieder. Hier in der Region ist ein bisschen problematisch. Da müssen wir doch ein bisschen warten. Mit weiteren Offensiven. Leider dauert es immer eine Weile, bis man da wieder refreshen kann. Ja, und rein theoretisch müsste man mit der Marineforschung fortführen. Jetzt dann demnächst. Upp, Asia Minor. Nummer 3. Oh, das ist perfekt von den Russen. Übrigens die ganze Zeit diese Autosaves drin. Ne? Hä, hey, monatlich? Warte mal ganz kurz. Das ist doch öfter als monatlich, oder? Haben wir jetzt Anfang Juli hatten jetzt ein Autosave drin? Ne, okay, hat mich scheinbar getäuscht. Ne? Hier, schon wieder. Ach, weil wir Iron Man spielen, der macht Dings Hintergrund-Saves bestimmt. Das könnte Sinn machen. Dieser beschissene Iron Man macht das wahrscheinlich. Oh. Das müsste ich herausfinden. Beim Iron Man-Modus macht er immer so Backup-Saves. 11. Juli, ja, ja. Jede Woche, ne? Ja, jetzt wieder 18. Juli. Im Iron Man kann ich das nicht ändern. Ah. Ah, das ist interessant, tatsächlich. Das heißt, ich müsste darauf verzichten, im Iron Man zu spielen, wenn ich diese nervigen Wochen selbst nicht haben möchte. Theoretisch. Was ist denn mit euch, dass ihr da die ganze Zeit versucht zu landen? Klar, dass türkische Truppen das nicht aufhalten können. Hab mich die ganze Zeit. Ich habe das gehabt, als ich für meinen anderen Kanal das Brasilien-Video gemacht habe. Ich dachte, dass das wegen der Road to 56 Mod ist. Das ist die ganze. Jede Woche hat es einmal übelst lange gehangen. Es war einfach das Speichern vom Iron Man. Das ist jetzt der normale monatliche Save, oder? Wir haben quasi den normalen monatlichen Out-Save, der regulär ist. Und dann haben wir jetzt quasi jede Woche trotzdem noch den normalen Iron Man-Save mit drin. Und wenn jetzt irgendwas passiert, ich das Spiel schließe oder alte 4 mache, macht er auch nochmal einen Save. Okay, sehr interessant. Okay, dann habe ich Road to 56 zu früh verdammt. Wobei ich muss sagen, die Performance von Road to 56 war trotzdem scheiße. Also die war auch so scheiße. Also das... Man, diese Hänger mittendrin waren schon nervig, aber die Performance war eh scheiße. Das ist mal davon abgesehen. Bababab. Bababab. Istanbul. Nix, okay. Ah, ich schneide mir einfach Ressourcen aus dem Arsch oder so. Das wäre doch mal eine Idee. Haben wir eigentlich genug Gummi? Ne, Gummi haben wir auch nicht so viel eigentlich. Dann bauen wir mal ein paar synthetische. Nicht viele, so ein paar bloß. Jokes on me. Wo bauen wir die Scheiße, ist die beste Frage. Nirgends. Ach komm, ist doch kacke sowas. Digga, ich beherrsche die halbe Welt, Alter. Ich kann nirgends was bauen. Ihr habt doch alle verarschen gerade. Weitere 23 Divisions. Die schmeißen wir mal dort mit hin.
Digga, der hat einfach 500 XP, Alter. Die wollen mir jetzt echt erzählen. Mit 10 Orden von einer Elite-Einheit. Und wenn ich den jetzt befördere, kommt irgend so ein Trottel raus, oder was? Das ist das, was die mir hier sagen wollen. So ein Level 2er. Ja. Das ist doch auch Bullshit halt. Da muss doch mindestens ein Level 4 oder 5er mal rauskommen. Das ist doch Blödsinn, sowas. Was will ich denn mit solchen Leuten? Halt, mal echt. Und die Ressourcen da? Mach ich spiele jetzt USA. Wenn die Ressourcen haben, werden sie invaded. Scheiß drauf. Okay, Concentrated Ins. Gibt nochmal 20% Max Factories. Das dürfte auch nochmal unser Problem mit dem Bauen ein bisschen lösen. Der Iran möchte auf einmal nicht Angriffspakt. Sehe ich das richtig? Ne, Britannien, ups. Was ist denn das jetzt für ein Geschmarre? Hey, Digga, was wollt ihr denn jetzt von mir? Sag ich jetzt nichts zu, ist mir jetzt gerade zu blöd. Ist mir jetzt gerade zu, sag ich jetzt nichts zu. Lass ich jetzt einfach mal so stehen. Ohne, dass ich da jetzt groß was zu sage. Einer dort mit, nein. Einer dort mit hin. Okay, es scheitert an Support Equipment. Wenn ich hier fertig bin, scheitert es auch noch an meinen Nerven, Alter. Wir hören jetzt auch auf zu rekrutieren. Das sind die letzten. Kein Bock mehr. Oh Gott, die sind ja komplett aufgerieben. Die sind ja komplett aufgerieben, die Jungs da oben. Wo sind die denn zu Hause? Im Norden oben. So, sind die jetzt hier eingekesselt oder könnten die sich rein theoretisch zurückziehen? Ne, die können sich... Ah! Scheiße. Ich hab den Rückzugsweg offen gelassen, ich Blödmann. Sehr gut. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So, machen sie auch noch schnell kalt. Die bewegen sich dorthin. Dann wären die auch tot. Dann können wir jetzt eigentlich hier mal ganz entspannt sogar vorrücken. Richtung, nicht Richtung Afghanistan, weil die sind auch neutral. Aber gut, wir können die Front hier beseitigen. Das ist immer mal eine positive Sache. Dorthin, dorthin. Dorthin. Genau, ihr geht dort rein, ihr geht dort rein. Dann sollte sich das hier auch ein für alle Mal erledigt haben. Hoffe ich. Und diese zwei Züge triggern mich maximal. Die machen mich richtig aggro, Alter. So, wir bauen noch ein bisschen Infrastruktur aus hier in der Region für die Türkei. Und auch für uns im Umkehrschluss. Da ich auch derjenige bin mit dem meisten Warscore, kann ich mir Gebiete dann später rein theoretisch auch noch holen. Na, jetzt pushen sie uns wieder zurück. Das ist schwierig, ich sag's euch. Warum haben wir jetzt wieder keine Truppen hier? Ah, weil die von der Front hier unten jetzt hochgeschickt werden. Und deswegen jetzt hier kurz die komplette Front kollabiert. Wegen dem Blödsinn. Die Front hier kollabiert, weil die Truppen jetzt von unten nach oben kommen. Hätte man ändern können, indem ich ein bisschen die Cohesion gebalanced hätte. Wäre ein bisschen klüger gewesen. Hier wird wahrscheinlich nichts gehen. Feindliche Luft übrigens. Ich habe doch sogar Anti-Air in meinen Divisions drin, ne? Ja. Sogar relativ viel eigentlich. Juckt aber kein. Nächster Versuch. Fünf zu erwähnen, kommen nicht durch. Das ist... Ja, nicht verloren, aber es ist schwierig, da reinzukommen. Wir brauchen Panzer vielleicht, ja. Aber auch hier ist das Ding, wenn ich jetzt diese Divisions wirklich in Angriff nehme, dann sollten sie auch wirklich gut sein. Weil irgendwie so 0 auf 15 Bullshit machen wir jetzt hier nicht mehr.
Wenn, dann muss es der Real Shit sein. So. Sowjetunion ist dem Popular Union Front Block beigetreten. Jetzt müsste mir bitte nur irgendeiner verraten, wer das ist. Ah, okay. In dem Fall nicht mal so schlecht. Ich Military Access bei den Jungs. So, jetzt ist nur das Problem, ich kann die nicht angreifen. Das Ding ist, angeblich sind wir eine Demokratie. Digga, wir sind ja alles auch so eine scheiß Demokratie. Was ist das jetzt für ein Bullshit? Ich trigger mich gerade maximal mit dem Blödsinn, dass wir angeblich eine Demokratie wären. Das heißt, de facto, ich komme hier nicht durch. Ich kann dir nicht angreifen. Doch. Über den Weg. Über den Weg wäre es möglich. Mutige Männer und Frauen, die hier tapfer die Stellung halten übrigens. Kann ihnen nur leider keine Hilfe schicken. Die sind nämlich komplett eingekreist. Okay. Das hier wird auch nichts. Bitte ebenfalls zurückziehen. Modern Engines. Machen wir die letzten Armor Plates mit. Dann haben wir das auch bald durch mit die Panzer. So viel politische Macht und kannst nichts dagegen machen. Da, wir können sogar demokratische Parteien verbieten. Angeblich sind wir ja demokratisch. Ach. Betrug. Betrug an der Sache, ich sag's euch. Verlieren Truppen, verlieren Einheiten, verlieren Gelände, Gebäude, Gebiete. dieser so, du weißt nicht, was du machen sollst. Wir haben zu wenig Ressourcen, wir haben keine Flotte. Ein Wunder, dass wir darüber gekommen sind bis heute. Dank eines glücklichen Ereignisses in einer Friedensverhandlung. Hätte mir in den USA auch gerne mal passieren dürfen. Gott, die Leute, ey, kann man doch keiner erzählen, wie schnell die sterben, Alter. Du mach jetzt keinen Faxen hier. Okay, fuck, Alter. Okay. Wo bist du? Die sind alle zugewiesen, mehr oder weniger. Ich brauche ein Theater mit noch frischen Jungs. Machen wir erstmal einen neuen Feldkommandanten. Und den promoten wir, oder auch nicht? Warum nicht? Arschloch. Der Typ mit Hut führt die an. Der da. Du wirst kurz einmal resupplied. Oder halt neu zugewiesen. So, wo sind die? Die brauche ich da. Wobei, ich brauche die nicht komplett. Wir splitten euch jetzt einmal ganz kurz. Und nehmen die Jungs hier raus. Ja, ihr hättet gerne euren... Wo ist der andere General hin? Ja, egal. Wird schon passen. Das ist die Frage. Machen wir euch mal gelb. Und schicken euch ebenfalls hier mit hin. Um hier ein bisschen dann eine Europa-Offensive mit zu fokussieren. Ah, okay. Erklärt einiges. Wir rekrutieren doch weiter, habe ich mich gerade kurzfristig zu entschieden. Ich
Weil hier zur Verteidigung dieser Dings, da brauche ich nicht 24. Die kommen eh nicht rüber. Die haben das gleiche Problem wie ich. Wir kommen nicht über die Meeresenge rüber. Und die kommen ebenfalls nicht mehr rüber. Die sind da quasi festgefahren. Und was wir jetzt hier machen ist, mit dem genau das gleiche Schauspiel. Gehst ebenfalls dort mit hin und einmal dort mit rüber. Okay. Hoffen wir, dass die Einheiten hier reichen, um das Ganze zu verteidigen. Verlusttechnisch 4,22 Millionen. Aber die Deutschen haben nochmal 3 Millionen Mann verloren in der Zwischenzeit. Aber das juckt die nicht, die Deutschen. Das juckt die nicht. Das ist denen scheißegal. Also die verlieren die Hälfte ihrer Armee, ist denen wurscht. Und da wir keine weiteren Fronten öffnen können, wird das eine echt unangenehme, unschöne Sache langfristig. Ich würde aber erstmal sagen, raus für heute bin ich. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.